Hoher Eigenverbrauch und Sektorkopplung wird immer wichtiger für die Energiewende. Wie Sie das mit kommunikativen und flexiblen Geräten erreichen, erfahren Sie jetzt. Herzlich willkommen am Stand von Kosthal. An meiner Seite ist Herr Thomas Garber. Er ist Produktmanager von Kosthal. Entschuldigung. Herr Garber, der Eigenverbrauch wird immer wichtiger für die Energiewende. Und mit welchen Strategien und Geräten schaffen Sie denn das bei Kosthal? Ja, im Prinzip stehen wir da schon an der genau richtigen Stelle. Also unser praktisch Highrunner, unser bestes Produkt an der Stelle ist der Plenticore Plus, für eine Leistungsklasse von 3 bis 10 kW verfügbar. Und genau das ist auch sozusagen das Herzstück, genau um den Teil der Eigenverbrauchserhöhung auch wirklich in die Tat umzusetzen. Dazu haben wir einiges an Bord, einiges an Funktionen, was auch dieses Jahr neu vorgestellt wird. Speziell gibt es den jetzt als Generation 2. Generation 2 heißt, man sieht von außen erstmal keinen großen Unterschied. Das Gerät ist halt, es ist halt kein klassisches Facelift wie im Automotive-Bereich, sondern mehr die inneren Werte, die wir auf einen neuen Stand gebracht haben. Das heißt, wir haben jetzt 2 LAN-Schnittstellen an Bord, serienmäßig, für ein einfaches Daisy-Chaining in einer Netzwerkverbindung. Also keinen Hub, Router, Switch oder sowas mehr dafür verwendet werden muss. Der Wechselrichter wird serienmäßig mit WLAN daherkommen, also dass ich auch über das Mobiltelefon meinen Wechselrichter in Betrieb nehmen kann, das einfach konfigurieren kann, ohne dass ich einen Laptop oder einen Netzwerkanschluss verkabelt brauche. Er hat 4 Schaltausgänge, auch das ist schon der erste Hinweis darauf zur Eigenverbrauchserhöhung. Darüber kann ich natürlich auch zum Beispiel die SG-Ready-Funktion nutzen. Also Heizung, Wärmepumpen ansteuern, Verbraucher einschalten, zum Beispiel auch eine Wallbox in einen Boost-Mode versetzen. Also all das ist dann schon in diesen Geräten drin und dann eben nicht nur über einen Kontakt wie bisher, sondern über maximal 4. Das Ganze geht dann noch weiter. Ich kann auch Ereignismeldungen darüber ausführen, die ich extern signalisieren kann zum Beispiel. Und ein weiteres, denke ich mal, interessantes Feature ist auch, dass wir bei dem Gerät externe Überspannungsableiter auslesen können. Das heißt, sollte da mal einer getriggert haben, ausgelöst haben, dann lesen wir den Kontakt ein und melden das über das Portal und über die App an den Kunden. Man braucht dann halt nicht zur Anlage gehen und immer visuell schauen, ist er jetzt hat er ausgelöst oder nicht. Das sind die Highlights der Generation 2. Aber nach wie vor sind wir natürlich weiterhin dabei, auch das Thema der Speicheranbindung auszubauen. Da haben wir jetzt hier auf der Messe im Grunde 3 neue Speicher, 3 neue Vertreter. Das ist einmal die Pylontec-Batterie, auch ein Hochvoltsystem, die Force H1 und H2, die wir in diesem Jahr noch sehen werden als kompatibles System. Wenn wir dann auf die andere Seite mal schauen, dann haben wir hier die LG Reso Flex. Da sind wir jetzt sozusagen in der finalen Umsetzung der Kompatibilität, sodass, wenn die jetzt auch auf dem Markt erscheinen, dann auch mit den Wechselrichtern Plenticore Plus kompatibel sein wird. Ja, und last but not least, hier in der Mitte haben wir die Vata Wall, die jetzt gerade erst vorgestellt worden ist, vor wenigen Tagen erst überhaupt in den Medien erschienen ist. Wir sind allerdings schon länger mit Vata da in Verbindung und die wird auch zum Marktstart Anfang nächsten Jahres dann auch mit den Geräten kompatibel sein. So, dass wir an der Stelle schon eine ganze Menge zu bieten haben, was genau in den Anwendungsfall praktisch reinspielt. Genau, und jetzt kommt ja noch die Sektorkopplung dazu. Also da haben Sie ja dann auch noch eigentlich letztes Jahr schon ein neues Gerät vorgestellt. Ich weiß nicht, wollen wir da mal hingehen? Ja, da sind wir auch schon. Enector heißt das gute Teil, unsere Wallbox. Letztes Jahr im Oktober schon Weltpremiere gehabt auf der Intersolar. Also die Erstproduktvorstellung haben wir da vollzogen. Wir werden jetzt auch in Kürze mit dem System dann auf den Markt kommen. Es ist erstmal eine AC-Wallbox. Anschließbar 1-, 2- oder 3-phasig, je nach Leistungsbedürfnis des Kunden. Also vom Plug-in-Hybrid, den man meistens einphasig nur betreibt, weil er gar nicht so viel Leistung braucht, bis 11 kW. Maximalleistung für ein richtiges Elektrofahrzeug. Das ist aber noch nicht alles. Zum anderen ist das natürlich das Gerät auch outdoorfähig, also komplett verkapselt, dass man es auch in den Außenbereich hängen kann. Und ich denke, ein ganz gutes Feature sind die 7,50 Meter Ladeleitungen, weil nicht immer hängt die Wallbox direkt am Auto. Manchmal muss man halt eine Strecke überbrücken.
Der ist genauso standardmäßig bei jeder Wallbox dabei wie eben der Typ 2 Stecker. Aber das wäre ja noch nicht alles, weil wir haben ja gerade schon geredet über Eigenverbrauchserhöhung. Auch das kann ich natürlich hiermit steuern, weil wenn ich den Costa Smart Energy Meter mit dem Plenticore verbinde, dann hat der Costa Smart Energy Meter auch eine Funktion, über die ich lade oder solares Laden steuern kann. Also abhängig von der Überschussleistung an der PV-Anlage kann ich das Auto mit Sonnenenergie tanken. Ich kann sogar so weit gehen zu sagen, ich tanke nur mit Überschuss Sonnenenergie und gar nichts anderes. Das ist alles möglich in der Verbindung praktisch Wechselrichter, Smart Energy Meter und Wallbox zum Fahrzeug. Und dann kann man sozusagen die erste Kilowattstunde, die vom Dach als Überschuss runterkommt, schon ins Auto schicken, genau. Oder? Ja, super. Das geht ganz einfach. Genau, und genau. Automatisch. Und Sie haben ja noch etwas fürs Gewerbe? Wir haben noch was fürs Gewerbe, ja. Dann müssen wir einfach nochmal den Stand runtergehen auf die andere Seite hier von dieser Wand und das dann mal anschauen. Dann machen wir das doch. Okay. Ja, da sind wir angekommen. Pico CI, auch letztes Jahr schon vorgestellt, wird auch in Serie mittlerweile geliefert. Aber schon in der kurzen Zeit ist uns auch hier gelungen, nochmal wieder etwas zu verbessern, und zwar was Wesentliches. Das sind nämlich die DC-Eingangsströme. Also beim Pico CI 5060, bei diesem Modell, können wir jetzt pro Eingang 18 Ampere anschließen. Also auch Module im Bereich Projektsegment, große Module. Es gibt ja dieses berühmte 670 Watt Peak Modul, auch das können Sie anschließen und betreiben. Kann der Wechselrichter verarbeiten. Wenn man die Strings aber komplett belegen will, dann gehen bis zu 13 Ampere. Beide Auslegungen ermöglichen aber, den 60 kW Wechselrichter wirklich an die Grenze zu fahren. Also das sind alles Auslegungsmöglichkeiten, die das Gerät wirklich optimal ausnutzen. Ja, und noch ein weiteres Highlight. Wir haben jetzt neben unserem bekannten Modbus-Protokoll haben wir jetzt auch das international bekannte SunSpec-Protokoll implementiert, sodass der Wechselrichter ja auch mit externen Komponenten, die SunSpec spielen oder sprechen können, auch zusammenarbeiten kann und kompatibel ist. Also die Sektorkopplung sozusagen auch ins Gewerbe getragen. Genau. Ja, nee, das klingt ja super. Das ist ja ein breites Portfolio, ja. Und da kann ja die Energiewende jetzt kommen. Ne? Da geht ja nichts mehr schief. Das denke ich, ja. Genau. Ja, vielen Dank. Alles klar. Für die Informationen. Und wenn Sie noch mehr Informationen haben wollen, dann schauen Sie einfach auf die Webseite von Costal Solar Electric.